Habt ihr schon mal versucht, Tapete mit Kartoffeln festzukleben? Das geht. Gucken wir doch mal, wie das richtig geht. Wir machen Kleister aus Kartoffeln. Dazu brauchen wir einen besonderen Stoff aus der Kartoffel. Ihre große Stärke, die Kartoffelstärke. Das ist ein Pulver, das aus Kartoffeln gewonnen wird. Deshalb heißt es ja auch so. Die Kartoffelstärke besteht aus vielen winzig kleinen Teilchen in der Kartoffel. Los, wir holen die Kartoffelstärke raus. Um Kartoffelstärke zu extrahieren, wie die Chemiker das nennen, brauchen wir eine Schüssel, eine Reibe, ein Schälmesser und 4 bis 5 Kartoffeln. Dann schälen wir die Kartoffeln, reiben sie in eine Schüssel und geben so viel Wasser dazu, dass die geriebenen Kartoffeln gerade bedeckt sind. Nun müssen wir die geriebenen Kartoffeln etwa eine Stunde in Ruhe lassen. Anschließend kommt die Wasser-Kartoffel-Mischung in ein Trockentuch und wird über einer sauberen Schüssel ausgedrückt. Das Kartoffelwasser muss auch eine Stunde stehen. Jetzt das Kartoffelwasser langsam und vorsichtig abgießen. Und? Schaut mal! Unten am Boden hat sich die Kartoffelstärke abgesetzt. Damit machen wir Kleister. Und zwar aus einem Esslöffel Kartoffelstärke und 200 Millilitern Wasser. Einfach in einen Topf damit, 5 Minuten kochen lassen. Und dabei immer schön umrühren. Die Kartoffelstärke verbindet sich durch das Kochen mit den Teilchen des Wassers und verpumpt so mit ihnen, dass eine ordentlich klebrige Masse dabei herauskommt. Dann muss das Ganze nur noch abkühlen und wird in ein verschließbares Glas gefüllt. Jetzt halten die Kartoffeln prima an Papier und Pappe. Mit Kartoffelkleister könnt ihr jetzt alles Mögliche basteln. Dinge aus Pappmaché, Fotokollagen und. Tschüss und viel Spaß, euer Professor Proto.